Die heute üblichen Verbrennungsmotoren, Ottomotor, Dieselmotor, gewinnen Arbeit aus der Ausdehnung von Gasen. Genau um dieses Thema soll es heute gehen. Wie viel Arbeit kann man bei der Expansion eines Gases gewinnen? Wie viel Arbeit muss man zur Kompression eines Gases aufwenden? Diese Abbildung wird uns bei der Volumenarbeit von Gasen immer wieder begegnen. Wir haben ein Gas in einem Zylinder, abgetrennt von der Umgebung durch einen beweglichen Kolben. Das ganze System ist entweder thermisch isoliert, der adiabatische Grenzfall, oder aber mit ideal wärmeleitenden Wänden ausgestattet, der isotherme Grenzfall. Das Gas kann sich dann ausdehnen oder zusammenziehen. Die Formel, welche wir für die Berechnung der Volumenarbeit immer anwenden können, lautet Volumenarbeit gleich minus äußerer Druck mal Volumenänderung. Die Frage ist aber, wie hoch ist der äußere Druck? Und tatsächlich ist diese Frage die zentrale Frage. Vom äußeren Druck hängt es ab, ob überhaupt Arbeit im Spiel ist und wie groß diese Arbeit ist. Hier noch einmal die beiden Grenzfälle der Kompression bei variablem Druck. Wenn das Gas in einem ideal wärmeleitenden Behälter komprimiert wird und die entstehende Wärme vollständig an die Umgebung abgegeben werden kann, sodass sich die Temperatur des Gases nicht ändert, so sprechen wir von einem isothermen Prozess. Wenn dagegen das System ideal wärmeisoliert ist, sodass überhaupt keine Wärme fließen kann, und die Energie komplett im Gas bleiben muss, so spricht man von einem adiabatischen Prozess, bei dem sich die Temperatur des Gases dann ändert. Isotherm und adiabatisch sind Grenzfälle. Der isotherme Fall kann angenähert werden durch ein sehr langsames Komprimieren. Sehr schnelle Prozesse sind dagegen in der Regel adiabatisch. Die Wärme hat einfach keine Zeit, an die Umgebung abgegeben zu werden. In der Realität findet man Mischformen dieser beiden Grenzfälle. Ein Teil der Wärme bleibt im Gas, ein Teil wird abgegeben. Man nennt dies polytrop. Wir berechnen, wie die von einem Gas geleistete Arbeit vom äußeren Druck abhängt. Was ist zum Beispiel bei Px gleich 0? Wir haben ein komprimiertes Gas. Der Kolben ist befestigt mit der grünen Markierung. Der äußere Druck ist 0. Wir lassen den Kolben los und der Kolben bewegt sich spontan freiwillig zur roten Markierung. Die Arbeit, die dabei abgegeben wird, ist 0, denn wir haben keinen äußeren Druck bzw. keine äußere Kraft. Wir können diese Arbeit im PV-Diagramm darstellen. Sie sehen die Zustände 1 und 2, aber entscheidend für die Arbeit ist der äußere Druck Px. Dieser befindet sich auf Null-Level und das entsprechende Integral ist 0. Wir können mehr Arbeit gewinnen, wenn wir den äußeren Druck erhöhen. Die maximal mögliche Menge an Arbeit können wir gewinnen, wenn der äußere Druck immer genauso groß ist wie der Druck des Gases. Wir nennen dies den reversiblen Fall. Wir brauchen zwar einiges an Aufwand, um dieses Gleichgewicht vom inneren und äußeren Druck zu bewerkstelligen, aber im Prinzip ist der reversible Weg realisierbar. Wenn jetzt das Gas expandiert, vom gleichen Ausgangszustand zum gleichen Endzustand wie vorher, wird ein Gewicht angehoben und damit eine maximal mögliche Menge an Arbeit gewonnen. Diese Arbeit reicht dann auch aus, um den Prozess wieder umzukehren. Da hat die Bezeichnung reversibel. Im PV-Diagramm erhalten wir als Arbeit jetzt die Fläche, die zwischen der Isotherme, also der Boll'schen Hyperbel, und der X-Achse aufgespannt wird. Mehr Arbeit können wir aus diesem Prozess nicht gewinnen. Wir haben zwei Grenzfälle: spontan, arbeitsfrei, reversibel, maximale Arbeit wird gewonnen. Wir werden uns vor allem auf den idealen reversiblen Grenzfall konzentrieren, weil wir damit sehr gut rechnen können.
Reale Expansionen laufen so ab, dass ein Teil der möglichen Arbeit vergeudet wird. Reale Prozesse sind immer mehr oder weniger irreversibel. Wir wollen jetzt rechnen. Volumenarbeit ist immer minus Px mal dV. Im reversiblen Fall ist Px gleich P. Wir müssen also dieses Integral berechnen. Wir können die Zustandsgleichung für ideales Gas benutzen. P gleich N mal R mal T durch V. R mal T mal N kann vor das Integral gezogen werden, denn diese Größen sind konstant. Wir haben einen isothermen Prozess. Das Integral 1 durch V dV ergibt Logarithmus V. Wir erhalten diese wichtige Gleichung für die isotherme reversible Expansion eines Gases. W gleich minus nRT mal Logarithmus Endvolumen durch Anfangsvolumen. Die Formel gilt auch für Kompression. In diesem Fall ist das Endvolumen kleiner als das Ausgangsvolumen. Die Arbeit wird dann positiv. Die Arbeit, die wir aufwenden müssen, um ein Gas isotherm zu komprimieren. Die Indizes der Arbeit, also isotherm und reversibel, sind wichtig, denn Arbeit ist keine Zustandsgröße und wir müssen den genauen Weg angeben, auf dem wir uns bewegen. Eben isotherm und reversibel. Der erste Hauptsatz für geschlossene Systeme, dU gleich dQ plus dW, erlaubt uns, auch die restlichen Energiegrößen zu berechnen. W, Arbeit, haben wir berechnet. dU ist in diesem Fall gleich 0, denn wir haben ein ideales Gas, welches unter isothermen Verhältnissen seine Energie niemals ändert. Die innere Energie eines idealen Gases ist nur von der Temperatur abhängig. Wenn sich T nicht ändert, ändert sich auch U nicht. Wenn dU gleich 0 ist, bedeutet das, dass Q gleich minus W ist. Bei der Expansion wurde also die Arbeit minus N mal R mal T ln VE durch VA abgegeben und entsprechend das Negative dieses Wertes plus nRT VE durch VA an Wärme aufgenommen. Wir haben hier einen Prozess, bei dem Wärme komplett in Arbeit umgewandelt wird. Ein Teil einer Wärmekraftmaschine. Nach dem Boll-Majorzschen Gesetz ist für isobare Prozesse P mal V gleich konstant. Und so können wir in den Gleichungen die Volumina durch die Drücke ersetzen. Bei isothermer Expansion ändert sich die Temperatur nicht. Das Produkt P mal V ist konstant. Der andere Grenzfall, die ideale adiabatische Expansion, verläuft komplett wärmeisoliert. Dabei leistet das Gas ebenfalls Arbeit. Woher stammt diese Arbeit? Die Energie kann nicht aus der Umgebung kommen, denn diese ist thermisch isoliert. Also muss sie aus der inneren Energie des Gases selbst kommen. Das bedeutet, das Gas muss sich abkühlen. Diese Temperaturänderung werden wir nun berechnen. Wir werden diese etwas kompliziertere Formel ableiten. Wichtig ist der hier in Rot gezeichnete Koeffizient Kappa, der Poissonsche Adiabatenkoeffizient, Koeffizient Cp durch Cv. Es gilt hier auch nicht P mal V ist konstant, sondern P mal V hoch Kappa ist konstant. Dies ist eine der drei Poissonschen Adiabatengleichungen. Kappa ist der Quotient aus Cp und Cv, aus der isobaren Wärmekapazität und aus der isochoren Wärmekapazität. Hier sehen Sie eine Liste der Kappa-Werte verschiedener Gase. Offenbar korreliert diese Zahl mit der Molekülstruktur. Einatomige Gase wie Helium, Neon, Argon haben einen Kappa-Wert von ungefähr 1,66. Zweiatomige Gase haben einen Adiabatenkoeffizient von etwa 1,4. Man kann diese Koeffizienten ausrechnen, wenn man die Energieverteilung in einem Gasmolekül betrachtet. Der Gleichverteilungssatz ordnet jedem Freiheitsgrad eine mittlere kinetische Energie von 1/2 k mal t zu. Damit errechnet sich die isochore Molwärme einatomiger Gase zu 3/2 r und die isochore Molwärme zweiatomiger Gase zu 5/2 r. Wir müssen ein r addieren, um zur isobaren Molwärme zu kommen.
Und hieraus ergeben sich dann die Koeffizienten Kappa zu 5 Drittel bzw. 7 Fünftel. Wir betrachten die adiabatische Expansion eines Gases. Wir diskutieren den reversiblen Weg. Der äußere Druck ist gleich dem Druck des Gases. Wir haben die allgemeine Gleichung für die Volumenarbeit. Wir haben den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Und wir haben das totale Differential der inneren Energie mit dem Binnendruck Pi und der Molwärme Cv. Mit diesen 5 Gleichungen können wir die Poissonschen adiabaten Gleichungen ableiten. Bei idealen Gasen ist der Binnendruck gleich 0. Das vereinfacht unser totales Differential. Wir nutzen die Zustandsgleichung eines idealen Gases. PV ist N mal R mal T. Das erleichtert die Integration. Wenn wir die erste und die dritte Gleichung mit den letzten beiden Gleichungen kombinieren, erhalten wir dW gleich CV dT gleich minus P dV. In dieser Gleichung steht rechts die Änderung des Volumens, dV, und in der Mitte die Änderung der Temperatur, dT. Wir wollen einen Zusammenhang genau dieser Größen erhalten. Wir stellen die Gleichung um, ersetzen den Druck nach dem idealen Gasgesetz und trennen die Variablen Temperaturgrößen links und Volumengrößen nach rechts. Wir können die entstehende Gleichung jetzt integrieren zwischen dem Ausgangszustand, Anfangstemperatur, Anfangsvolumen, und dem Endzustand, Endtemperatur, Endvolumen. Beide Integrale haben die einfache Form 1 durch x dx. Bevor wir integrieren, wollen wir den Faktor n mal r bzw. cv vor den Integralen noch etwas umformeln. Für ideale Gase ist die Gaskonstante r gleich der Differenz von cp und cv. Unter Verwendung der Definition von Kappa, nämlich cp durch cv, erhalten wir für n mal r durch cv gleich Kappa minus 1. Jetzt können wir integrieren, erhalten zweimal den natürlichen Logarithmus und bringen den Faktor Kappa minus 1 als Exponent in den Logarithmus hinein. Wir erhalten ln te durch ta gleich ln ve durch va hoch minus Kappa minus 1. Wir invertieren den Quotienten entsprechend den Logarithmenregeln, delogarithmieren und erhalten dann eine der drei Poissonschen Adiabatengleichungen. T mal V hoch Kappa minus 1 ist gleich konstant. Wir haben eine Beziehung zwischen Anfangszustandsgrößen und Endzustandsgrößen beim adiabatischen Expansionsprozess. Die Änderung der Temperatur ergibt sich zu dieser Gleichung. Die beiden weiteren Poissonschen Gleichungen beschreiben Beziehungen zwischen T und P und P und V. Durch Substitution von T durch P mal V durch L mal R erhalten wir die bekannteste Form der Poissonschen Gleichung, nämlich P mal V hoch Kappa gleich konstant. Schließlich können wir auch noch eine Beziehung zwischen P und T finden. Je nachdem, welche Aufgabenstellung vorliegt, nutzen wir die ein oder andere Gleichung, um Adiabatenprozesse zu berechnen. Bei isothermer, also langsamer Expansion, ist P mal V gleich konstant. Bei adiabatischer, schneller Expansion ist P mal V hoch Kappa gleich konstant. Boyle'sches Gesetz, Poisson'sches Gesetz. Grafisch aufgetragen ist eine isotherme, eine Hyperbel, also rote Kurve. Eine adiabate, blaue Kurve, ist immer steiler als eine isotherme. Wenn wir ein Gas komprimieren, bewegen wir uns auf der roten Kurve nach links. Wenn wir adiabatisch vom gleichen Ausgangszustand zum gleichen Endvolumen komprimieren, erwärmt sich das Gas entsprechend und der Enddruck der blauen Kurve liegt höher als der Enddruck der roten Kurve. Wir fassen zusammen. Wir können zwei Grenzfälle für die Kompression und Expansion von Gasen formulieren.
Einmal die isotherme Kompression. Hier ist P mal V gleich konstant. Hier ist die Arbeit gleich minus N mal R mal T mal ln VE durch VA. Hier ist Wärme gleich minus Arbeit. Wärme wird hier vollständig in Arbeit umgewandelt. Für eine adiabatische Expansion gilt die Poisson'sche Gleichung P mal V hoch Kappa gleich konstant. Hier ist die Arbeit gleich CV mal Delta T. Und hier ist Delta U gleich W. Hier wird die innere Energie eines Gases in Arbeit umgewandelt. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.